Molotow-Väter, 1930. Wie heißt du, mein Junge? Thomas. Thomas Angelo, Sir. Frank meinte, du hättest Ärger gehabt. Ja, Sir. Mein Taxi wurde ziemlich demoliert. Morellos Schläger waren hinter ihm her, weil Tommy uns geholfen hat. Dieses Taxi. Du lebst davon? Ja, Sir. Ich fühle mich hier verantwortlich. Also gebe ich dir ein kleines Darlehen, damit du dieses Taxi reparieren kannst. Das ist sehr freundlich, Sir, aber ich möchte keine Almosen. Was willst du dann hier? Ich will die Bastarde, die mein Taxi kaputt gehauen haben. Hast du gehört, Frank? Er will meine Erlaubnis, um sich zu prügeln. Ja, hab's gehört. Okay, Tommy Angelo. Morellos Gorillas treffen sich immer in seiner Bar. Paulie, du kennst sie. Sicher, Boss. Gut, dann gehst du mit, Tommy. Sie parken auf diesem Platz neben der Bar. Zerbeult ein paar Blechkisten. Schickt Morello eine Nachricht. Er kann keine ehrlichen Arbeiter in meinem Viertel angehen und ungeschoren davonkommen. Danke, Mr. Salieri. Ich enttäusche Sie nicht. Und Tommy? Wenn du zurück bist, sprechen wir über deine Zukunft. Hier kennt dich sonst keiner. Also vorsichtig, okay? Klar. Ist der Boss schon fertig? Nee, du kannst noch länger auf deinem Arsch sitzen. Wer ist der Neue? Ein Taxifahrer. Wir tun ihm einen Gefallen. Wird er den Boss fahren? Nee, so schnell verlierst du deinen Job nicht. Ich hasse dieses Warten. Stinklangweilig. Wenn der Boss sagt, du bist noch nicht bereit fürs Abkassieren, was soll man machen? Ich weiß nicht, was er für ein Problem mit mir hat, Paulie. Was soll ich machen, Du solltest nicht mich fragen, Carlo. Von mir bekommst du keine gute Antwort. Jedenfalls muss ich jetzt los. Okay, komm hier durch. Nein, ich wollte mich noch kurz umschauen. Er ist ein Großmaul, aber Frank und der Don kennen ihn schon ewig. Mag dich. Was macht er? Das heißt nicht, dass ich oder sonst irgendjemand dich mag. Die Prohibition bleibt. Herstellung und Verkauf von Alkohol bleibt illegal. In einer Rede vor versammelter Presse hat Präsident Herbert Hoover heute bekräftigt, dass das edle Experiment Prohibition bestehen bleibt. Als Reaktion auf Kritik der Demokraten hat Hoover außerdem dem Prohibitionsamt mehr Mittel versprochen, um Wucher und Schmuggel zu unterbinden. Die Zeitung vom 23. September 1938. Gröberes Vorhaben. Er sorgt dafür, dass wir ausgerüstet sind, wenn es Probleme gibt. Wie ist das? Der Taxifahrer, weißt du noch? Si. Genau, ich bin nur der Taxifahrer. Zigarettenbilder, 1 von 22 gesammelt. Meine ich auch hier raus? Nee, abgeschlossen. Komm später zurück. Mit Polly oder Sam. Ja, aber. Ist für dich leider geschlossen. Ja, aber offensichtlich lohnt es sich ja, sich hier mal umzugucken, ne? Man muss es ja mal ausnutzen, dass wir endlich mal ein bisschen Ruhe hier haben und uns mal umgucken können. Weiterer Scheißtag. Mehr hier hoch? Nee. Bin zu breit. Kommen wir nicht dran vorbei. Das gefällt Ihnen? Wo das herkommt, gibt's noch mehr. Der Don ist dankbar für Ihre Arbeit. Und wir sind dankbar für seine Kohle. Müssen los, hat eine lange Fahrt nach Norden vor uns. Buongiorno, Vincenzo!
Ciao, Polly. Oh, die wird singen. Wer ist das denn? Benny, das ist Tommy Angelo. Wir haben einen kleinen Auftrag. Okay, gut, gut. Hey. Braucht ihr was Langes oder Kurzes? Nein, nur was, um ein paar Autos zu verschönern. Oh, da hab ich genau das Richtige. Der Klassiker für sowas. Boah! Wenn der Schläger nicht das Richtige ist, sind hier ein paar Cocktails. Ei. Vorsicht damit. Nicht die Nasenhaare versengen. Das sieht doch gut aus hier. Haben, Tom. Ja, freut mich auch. Wenn Pauli dir das Leben schwer macht, ich kümmere mich um ihn. Ach, bisher läuft's gut, aber ich sehe, du hast da vorne was liegen für mich, ne? Ja. Komm später zu mir, falls dich die Jungs nicht verschreckt haben. Dann kriegst du mein Eisen. Noch Comics sammeln hier. Wir haben, da okay, es gibt. Kannst du dich umsehen. Aber nichts verlässt diesen Raum. Ah, weiß ich schon. Aber den Comic nehme ich trotzdem mit, ne? Ich glaube, mehr Interessantes hast du auch nicht. Ralphie ist in der Garage. Er ist sowas wie ein Idiot, aber er kann mit Autos umgehen. Keine Ahnung, wie dieser Schwachkopf Motoren zum Schnurren bringt, aber bei der Sache ist er ein Zauberer. Hauptsache, wir kriegen fahrbaren Untersatz, ne? Zieh dein Köpfchen aus dem Arsch. Was zur Hölle, Pauli? Du kannst dich nicht einfach so anschleichen. Tut mir leid, Ralph. Ich wollte dich nur aufziehen. Du humpelst ja noch. Jetzt arbeiten zwei Krüppel hier. Wir haben nichts gemeinsam. Kapiert, Ralph? Sicher, Pauli. Tommy. Tommy Angelo. Freut mich. Wie gesagt, Ralphie ist nicht ganz dicht. Aber gib ihm ein geklautes Auto und er macht's zu deinem. Tom und ich haben einen Job und brauchen eine Karre. Hier, Pauli. Er ist kein Hot Rod, aber bring dich durch die Stadt. Okay, los geht's. Du fährst. Und hör endlich auf, hier rumzufaulenzen. Irgendwann schneide ich dein Bremskabel durch, Arschloch. Keine Ahnung, warum Ralph uns diese Kiste gegeben hat. Dann will ich dir das gute Leben zeigen und du musst eine Karre fahren, die meine Mutter vor 20 Jahren gekauft hätte. So wie ich Ralph kenne, hat er sie aus ihrer Garage geklaut. Das ist doch in Ordnung. Mal was anderes als ein Taxi. Du musst nicht höflich sein. Das Ding ist eine Dreckschleuder. Also, war das hinten im Laster Whisky? Ja, neuer Lieferant. Ihr macht das am helllichten Tag? Normalerweise nicht. Aber das war ihre erste Lieferung. Und die Bullen sind nicht so blöd, in unserer Gegend herumzuschnüffeln. Morello, der Kerl, dessen Autos du abfackeln wirst, hat mehr Freunde bei der Polizei als wir. Aber solange wir vorsichtig sind, ist alles in Ordnung. Pass gut auf. Der kanadische Whisky, der hier ankommt, sag einfach, wenn du eine Flasche willst. Wir behalten immer was für Freunde. Ja, würde ich nehmen. Ich bin kein großer Trinker. Hey, wir zerstören heute ihre Karren, nicht diese Kiste. Ja, ich hatte bestimmt Vorfahrt. Ich bin kein großer Trinker. Früher habe ich mir gepanschten Gin reingeschüttet. Aber das Zeug ist gefährlich. Über uns kriegst du jetzt den guten Stoff. Davon wirst du sicher nicht blind. Das ist sehr nett. Danke. Es ist nicht nur unser Fusel, Tom, sondern auch, wohin wir ihn liefern. Die Frauen in diesen Läden. Beste Tische, bestes Essen, beste Bräute. Das ist das Leben. Im Moment will ich nur den Schweinen den Tag versauen, die mir meinen versaut haben. Klar. Außerdem könnte all das Ärger bedeuten. Ärger, sagt gerade der Kerl, der Morellos Parkplatz abfackeln wird. Du hältst mir doch den Rücken frei. Kein Problem. Falls es schief läuft, lass sie lieber nicht dein Gesicht sehen. Oder du verprügelst sie so hart, dass sie es vergessen. Man sollte ab und zu auch mal auf der Karte gucken, wo man eigentlich langfahren muss.
Aber ich war gerade so im Geschwindigkeitsrausch, weil diese alte Karre... Boah, die hat eine Beschleunigung. Da brauche ich gar keine Angst vor der Polizei haben, weil ich bin sowieso so langsam, dass ich hier nicht vorankomme. Ich bin echt am Überlegen, soll das nur aussehen? Das soll, glaube ich, nur aussehen wie die Golden Gate Bridge. Das müsste doch New York sein. Ich bin mir gerade echt unsicher, aber ich glaube, es soll doch New York darstellen. Naja, ist ja eigentlich auch egal. Wir sind jetzt in Morellos Revier. Verläuft da so eine Linie zwischen seinen und Salieris Straßen? Nein, das verschiebt sich immer ein bisschen. Aber generell kümmern wir uns um Little Italy und seine Jungs um North Park. Und noch ein bisschen mehr. Wenn du auf dem falschen Gehsteig im falschen Teil der Stadt bist, spürst du richtig, dass du lieber woanders sein solltest. Du spürst es lange, bevor sie an den Straßenecken auftauchen, um dich mit ihren Blicken zu töten. Okay, wir sind fast da. Okay, parken wir hier mal ordentlich ein. Unsere alten Schrottkarre. Morellos Schläger rauchen und plaudern vorne und bewachen die Karren nicht. Was für faule Hunde. Irgendein Gorilla schiebt immer Wache. Ist gewöhnlich nur ein kleines Licht. Komm schon, hier drüben. Reinschleichen und abfackeln. Sende eine Botschaft. Klar. Sag's doch noch lauter. Warum kommst du mit? Falls die Kugeln fliegen. Okay, wo müssen wir hin? Okay, wir schleichen uns an. Du kannst doch leise sein, oder? Ja, genau so. Tja, hat halt seine Leute. Da kommst du noch hin. Wenn uns niemand sieht, kann uns niemand abknallen. So, und jetzt einfach über den Zaun werfen, oder was hast du vor? Aha. Okay. Fürs Ablenken habe ich ein besonderes Talent. Der Stacheldraht, da kommen wir nicht hoch. Da vorne müssen wir rein. Also hoch. Hauptsache, er rückt mit der Kohle rüber. Das macht er schon. Hey! Was zur Hölle tust du da? Was heißt, was tue ich da? Ich meine, was ich sage. Was zur Hölle? Wissen will, warum du hier rumstehst. Dino hat mich beauftragt. Dino? Sahiris Jungs wollen in der ganzen Stadt Morello 1 verpassen? Oh, genau so. Gut gemacht. Yay, wir haben unseren ersten Verbrecher ausgeschaltet. Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Kann ich den da reinlegen? Nee. Nee, da will ich ihn gar nicht hinlegen. Können wir den nicht irgendwo loswerden? Ach, weißt du was? Ach, nee, wenn wir die Karren abfackeln? Ja doch, ach. Er hat uns ja gesehen, ne? Komm schon, Tom, wir haben nicht ewig Zeit. Ja, schrei doch noch lauter. Okay, wir nehmen den Schläger. Ach, mit Q, okay. Nicht mit linker Maustaste, na gut. Verdammt! Hey, weg von dem Wagen! Ich mach es doch! Warum gebe ich nicht auf? Okay, das Kampfsystem ist gerade ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Dass ich das hier mit Q machen muss, statt mit der linken Maustaste. Kriegen wir die Tür irgendwie ab? Nee, schade. Tür bleibt dran. Aber Auto ist noch nicht Schrott genug. Na komm, wir machen erstmal die andere Karre hier.
Und dann haben wir auch immer noch die Molotov-Cocktails. Das Spiel möchte, dass wir uns um Morellos Leute kümmern, aber hier ist ja keiner mehr. Die sind ja beide tot. Oder bewusstlos zumindest. Oh. Dann müssen wir die hier loswerden. Können wir den hier hinten auf die Ladefläche legen? Hier ist ja sonst nichts, wo wir den verstecken könnten. Ja, komm. Fällt halt einfach hinten aufs Auto. Huch. Da war ich gerade mit der Maus aus dem Spiel. Die Molotov-Cocktail schon einsetzen? Scheint nicht. Was soll ich denn machen? Ich hab mich doch hier um die Leute gekümmert. Verstehe gerade nicht, was das Spiel von mir möchte. Oh, Molotov-Cocktail kann ich nicht auswählen. Gerade echt überhaupt keine Ahnung, was das Spiel von mir will. Was soll ich denn noch machen? Ich habe mich doch um die Leute gekümmert. Ist doch keiner mehr. Dann muss ich ihn auch verstecken hier. Kann die ja nirgendwo verstecken. Geht's hier auch noch mal weiter? Hier ist jetzt echt komisch. Ich habe gerade keine Ahnung, was ich jetzt machen soll. Können wir das noch mal neu laden? Ich lade das einfach noch mal neu. Keine Ahnung, was da jetzt genau los war, warum das jetzt nicht weiterging. Probieren wir es einfach nochmal. Komm, lange Ladezeiten hier. Also ich höre zwar so ganz leichte Musik, aber hier tut sich gerade tatsächlich nichts mehr im Spiel. Ja, ich glaube, das Spiel will gerade nicht mehr. Wir sehen uns gleich wieder. Doch, jetzt geht's. Oder? Nee, okay. Ja, hast du dich jetzt? Also weiter zu diesen Autos. Schläge hoch und schön durchziehen. Okay, offensichtlich geht es jetzt wieder. Ich würde nur zählen, die Gesichter von den Idioten sehen. Ach, verdammt! Hey, weg von dem Wagen! Mach ihn an, das Licht aus! Willst du unbedingt sterben? Hm? Ich mach es schnell. Oh, okay. Gut gemacht. Verdammt! Okay, machen wir es so. Mit dem Molotow richtig. Aha, ein. Guck. Jetzt geht's auch weiter. Sehr schön. Ich liebe den Geruch von heißem Blech.
hat der ganze Block gehört. Wir müssen los. Wir nehmen Dinos Auto. Woher weißt du, dass das sein Auto ist? Wenn ich dich nicht mag, dein Auto aber schon, weiß ich, wo du es abstellst. Schlag das Fenster ein, dann klären wir es. Genau neben Morellos Laden. Haben wir es immer schon gemacht. Die falschen Leute. Geradewegs durchs Tor. Wir müssen verschwinden, bevor die Bullen auftauchen. Lass sie nicht entkommen! Kommt zurück, ihr Schweine! Scheiße! Da sind Bullen. Also, was machen wir? Wir fahren sehr schnell und werden sie dadurch los. Klingt gut. Sie sind zwar sauer, aber machen wir sie nicht richtig sauer. Okay. Versuchen wir mal abzuhauen. Am besten über die Brücke. Wie sind sie los? Bleib unsichtbar, bis sie abdrehen. Das ging einfach. Dann versuchen wir jetzt abzuhauen. Am besten einfach auf die andere Seite des Flusses. Da sind wir hoffentlich sicher. Schade, die Karre hier hat kein Radio. Fast. Das Auto ist ein bisschen schneller. Wir müssen jetzt aufpassen, dass uns keine Polizei sieht. Die Luft ist rein. Zurück mit uns zum Boss. Dachte, Salieri hätte Cops auf der Gehaltsliste. Ein paar Streifen wollen schon. Aber Morello hat den Polizeichef. Ja, passt schon. Ah, vorsichtig, wir wollen nicht auffallen. Ach, ich fahre auch schon wieder falsch. Also, hat sich's gut angefühlt? Was angefühlt? Den Kerl auszuschalten, Dinos Auto zu klauen. War's gut? Ja, macht Spaß. Schätze ich mal. Nichts geht über das erste Mal, Tom. Es gibt nichts Besseres. Ist das was für dich? Dieses Leben? Was juckt dich das? Hey, ich frag doch nur. Ich stell gerne Fragen. Ich glaub nicht, dass du und Sam jeden Tag nur Autos auf Parkplätzen knackt. Nee, mal ist viel zu tun, mal weniger. Mir war kein so sanfter Start vergönnt wie dir. Du durftest nie Dinos Kumpel verprügeln und sein Auto klauen? Nee. War vorsichtig, wir wollen nicht auffallen. Ja, es hat der Kopf doch erst gemerkt. Ich wollte haufenweise andere Autos klauen. Und als ich von den Bullen erwischt wurde, habe ich mein Maul gehalten. Und eines Tages. Häng die Bullen ab! Ach nein. Ich mach doch gar nichts. Der ist einfach vor mir abgebogen. Der hat mir die Vorfahrt genommen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich hab nur eine Bier getrunken. Ich hab gar nichts gemacht. Bin unschuldig. Muss ich jetzt wieder die Cops loswerden, ey. Nur weil der mir die Vorfahrt genommen hat. Ganz eindeutig. Fahr vorsichtig. Sie suchen noch nach uns. Wenn hier nicht jeder fahren würde, wie er will. Wann wurden bitte Ampeln erfunden und Verkehrszeichen, dass man Vorfahrtsregeln hat? Wir haben es fast geschafft. Fast. Ich glaube, die einzigen, die hier klare Vorfahrtsregeln haben, sind die Straßenbahnen. Und eines Tages habe ich mich hinter der Bar mit Vincenzo plaudernd wiedergefunden. 10 Jahre später bin ich immer noch da. Aber jetzt habe ich einen Anzug und Vinny ist alt. Ich dachte immer, um in der Familie zu sein, braucht man Verbindungen. Ein Bruder oder Onkel oder... Bei manchen ist das so, klar. Ihr Cousin wurde aufgenommen oder wie Carlo, der den Don schon ewig kennt. Dadurch kriegt man anfangs gleich mehr Vertrauen geschenkt. Aber viele von uns kommen von der Straße. Ich sage, wir stellen dich dem Boss vor. Dann geben wir eine Runde aus. Ich habe noch nichts vor, also... Klar hast du nichts vor. Wir füllen Vinny sowas von ab, dass Luigi ihn durch die Tür rausrollen muss. Klingt gut, ich bin dabei. Klar bist du das. Ja, so schnell kommt man zur Mafia. Was ist mit dem Auto passiert, das ich euch gegeben habe? Stehen gelassen. Warum? War eine üble Kiste. Die hier ist besser.
Ein besseres Auto mit einem kaputten Fenster? Ja, reparier's halt. Das hat noch nie geschadet. Weißt du, nimmst du dir eine neue Fensterscheibe und baust die ein. Das kriegst du doch wohl hin. Okay, ich muss in die Bar. Ich darf meinen Anschluss hier nicht verlieren. Boah, Jungs, ey, Tür auf und schon kommt hier der ganze Rauch entgegen. Kann er nicht draußen rauchen? Er ist also noch immer dabei. Irgendwie, ja. Hey, Boss. Ist erledigt. Keine Probleme? Keine unlösbaren, Mr. Salieri. Gut, gut, setzt euch. War Morello da? Nein. Aber er wird ziemlich sauer sein, wenn er hört, was passiert ist. Der wird ein paar Wochen lang nicht mehr klar denken können. Tja, das ist der Unterschied zwischen mir und Morello. Ich bin Geschäftsmann. Ich mache alles hiermit. Jede Entscheidung, die ich treffe, ist gut für das Geschäft und meine Jungs. Aber Morello, ein Hitzkopf. Und der ganze Zorn schmort das Gehirn. Wenn er wütend wird, wird er dumm. Darüber braucht man sich bei Tommy keine Sorgen zu machen. Der war die ganze Zeit klug, Boss. Das höre ich gerne. Mein Geschäft wächst. Einen Kerl wie dich könnten wir hier in der Bar brauchen. Du könntest Besorgungen machen und achten, dass Rechnungen bezahlt werden. Wie wäre das? Es wäre eine Ehre, Sir. Gut. Gut. Also Pauli und Sam haben schon für dich gebürgt. Aber du musst noch ein paar Regeln begreifen. Also hör zu, hör gut zu. Erstens, kein Gefluche in meinem Haus. Es gibt da draußen Millionen Wörter. Männer, die sich auf Scheiß drauf und verdammte Scheiße beschränken, sind ignorant oder faul. Zweitens, wir verkaufen keine harten Sachen. Ich will keine Junkies in meinem Viertel haben. Morello kann seine eigenen Leute vergiften, wenn er das möchte. Und ich will keinen Ärger mit den Cops. Wir haben nur ein paar in der Tasche. Und wenn du zu weit gehst, hast du den Rest im Nacken. Verstanden? Ja, Mr. Salieri. Dann bitte ich dich nur noch um eines, Tommy. Pauli und Sam arbeiten hier nicht, weil sie so stark sind. Da draußen gibt es größere und härtere Kerle. Und Frank hier bezahle ich nicht, weil er so schlau ist. Obwohl Zahlen wirklich sein Ding sind. Alle Jungs hier, in diesem Raum, haben das, was mir am allerwichtigsten überhaupt ist. Das Einzige, was uns allen wichtig sein sollte. Weißt du, was das ist? Sie sind loyal. Ganz genau. Bist du mir gegenüber loyal, lebst du auf großem Fuß, Tom. Aber missbrauchst du mein Vertrauen? Don Salieri, wegen mir müssen Sie sich nie Sorgen machen. Also gut. Willkommen in der Familie. Sehr gut. Jetzt habe ich Hunger. Luigi, essen wir. Willkommen. Unser Barkeeper Luigi kann nicht gut kochen. Aber seine Tochter Sarah, bellissima.